heute in Esslingen auf dem Weinerlebnisweg. Bei mir steht Otto Rapp, erster Vorsitzender vom Staffelsteigerverein in Esslingen. Herr Rapp, wie kam es denn zu diesem Weg und was ist das Besondere daran? Ja, das Besondere ist hier, dass man hier eigentlich alles vorfinden kann. Mauern, Staffeln, Wege. Und wir haben vor etwa 6 Jahren den Staffelsteigerverein gegründet. Dann haben wir uns gedacht, da machen wir einen schönen Weinerlebnisweg. Ich habe gehört, der wurde auch schon ausgezeichnet. Was war denn das für ein Preis? Der Weg ist dann ganz schnell, ein Jahr später, ausgezeichnet worden in einem Weintourismuspreis. Mhm. Den haben wir allerdings für den Weg und für den Weinwandertag bekommen, weil der ist auch sehr bekannt. Das Sonderbare in Esslingen ist, der Mauerbau mit den Buntsandsteinen ist so angeordnet, dass die Mauern immer gegeneinander, also die Weinberge immer gegeneinander laufen und dann links und rechts läuft das Wasser weg. Der Weg selber ist eigentlich in 3 Teilen eingeteilt. Erstens für den Weinbau selber, der erste Teil. Der zweite Teil ist für Biologie, was also hier passiert in den Steillagen, Mauern und Staffeln. Und der dritte Teil ist für Weingenuss, was man mit Wein alles erleben kann. Und das ist sehr hochinteressant, wenn man das alles durchmacht.